Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Wir haben Samstagabend, wie man nicht schwer erkennen kann, draußen ist es schon dunkel. Wir hatten gerade noch Besuch. Meine Schwester war da mit Familie. Das war wieder mal sehr, sehr schön. Mit einem Baby auf dem Arm. Sie hat sich auch riesig gefreut über die Sachen, die ich ihr jetzt mitgeben konnte. Ne? Das, was ich gestern habe ich euch gezeigt, ne? Das Päckchen von Gabi, also hat Katharina mitgenommen. Lieben, lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Genau. Und jetzt sind die weg. Und wir lesen einfach mal weiter. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit und Ruhe. Also falls ihr Geräusche hört, irgendwie so eine tiefe Männerstimme. Direkt über mir sitzt Raffi in seinem Zimmer. Dementsprechend, ja, gibt es auch mal Geräusche. Nicht beachten. Genau. Wir lesen jetzt einfach mal weiter in unserem ersten Buch von Janet Ogg, wo die wilden Blumen blühen aus der Reihe Arkadiensaga. Nicht irritieren lassen, ich bin heute komplett ungeschminkt, nicht mal getönte Tagescreme oder sowas drauf. Wollte ich jetzt nicht irgendwie, ne? Also so, wir hatten ja nichts Besonderes vor, deswegen so wie ich bin. Pur. Ja, aber darum geht es jetzt auch nicht. Es geht jetzt um das Buch. Und wir waren letztes Mal, wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Ach ja, wir haben erfahren, dass die beiden Mädchen, die beiden jungen Frauen, schwanger sind. Auch wieder beide gleichzeitig tatsächlich. Die haben am selben Tag ja geheiratet, ohne dass sie voneinander überhaupt wussten. Ne? Die haben sich ja ein paar Tage vor, einen Tag vor ihrer Hochzeit, vor ihren Hochzeiten kennengelernt und jetzt sind sie seitdem auch zu Freundinnen geworden und sind jetzt tatsächlich auch beide gleichzeitig schwanger. Und das haben sie jetzt herausgefunden auf dem einen oder anderen Weg. Ne? Die eine hat das sofort gewusst, der geht's auch wunderbar und sie fühlt sich pudelwohl und voller Leben. Ne? Die Luise aus dem französischen Dorf Minas und der Engländerin Catherine geht's nicht gut. Also die ja, ich denke, alle von uns oder diejenigen von uns, die auch Kinder gekriegt haben, wissen, dass es wirklich bei jeder anders ist und auch jede Schwangerschaft ist tatsächlich anders. Jetzt hat Catherine ihrem Mann das mitgeteilt und wir lesen einfach mal weiter, wie es weitergeht. Brille erstmal. Also gestern hat mich einer gefragt, trägst du Brille? Sehr selten. Hauptmann Andrew Harrow ging den gewohnten Weg vom Fort zu seinem Haus. Er grüßte die Witwe Riley, blieb jedoch nicht stehen. Die letzten Meldungen vom Hauptquartier seines Regiments in Windsor hatten die offiziellen Glückwünsche zu seiner Beförderung gebracht. Doch das war das einzig Gute aus den Nachrichten aus England gewesen. Als er in die Gasse einbog, die zu seinem Haus führte, blieb er stehen und blickte über die Bucht. Das Wasser glitzerte wie poliertes Zinn unter einem mit zarten Wölkchen bedeckten Himmel. Er hörte Rufe von verschiedenen Booten, hätte aber nicht sagen können, in welcher Sprache. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass dort draußen auf dem Wasser ebenso Franzosen wie Engländer fischten, ohne miteinander zu sprechen oder sich gegenseitig zur Kenntnis zu nehmen. Da es auf dem Wasser keine Grenzen gab, hätte man unmöglich feststellen können, welche Stelle Englisch und welche Französisch war. Andrew seufzte. Wenn es doch nur so einfach wäre, Grenzen, geschichtliche Ereignisse und strittige Ansprüche zu vergessen. Er konnte sich kaum von der wunderschönen Aussicht trennen. Er dachte daran, wie angemessen die goldenen Sommertage doch diese Jahreszeit in Arkadien beschrieben. Diese Zeit voller Wärme und Licht war so kurz und doch so voller Leben. Die Bucht wimmelte von Fischen. Manchmal waren die Boote bei der Heimkehr mit dem Fang des Tages so voll beladen, dass das Wasser auf beiden Seiten in die Boote schwappte. Wieder sagten die Bauern des Dorfes eine ebenso reiche Ernte voraus wie in den vorangegangenen 6 Jahren. Das Wild sprang einem förmlich in die Töpfe. Nur 3 Tage war es her, dass Andrew in seinem eigenen Garten einen wilden Truthahn geschossen hatte. Es gab so viel Schönheit in diesem Land, wenn nur. »Oh, Andrew, gut, dass ich dich treffe. Hast du auf mich gewartet?« Andrew drehte sich herum, um Catherines Vater zu begrüßen, der die Gasse heraufkam. »Gewissermaßen ja. Wie geht's Ihnen, Sir?« »Ganz gut. Hab's ein bisschen in den Knochen. Das passiert mir jedes Jahr um diese Zeit.« Der alte Mann hinkte tatsächlich stärker als sonst. »Ich sage immer, dass ich früher als jeder andere in diesem Land weiß, wann der Winter kommt.« »Oh, kenne ich auch.«
Tatsächlich, Sir. Es ist nett, dass ihr mich heute zum Essen eingeladen habt. John Price bemühte sich, mit Andrew Schritt zu halten. Nach Sonnenuntergang kommt mir mein Haus immer besonders leer vor. Andrew wusste nicht, was er sagen sollte. John Price zählte nicht zu den Menschen, denen es leicht fiel, über ihre Gefühle zu reden. Der ältere Mann unterbrach als erster die Stille. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Catherine ein Kind erwartet. So ein kleines wird uns allen guttun. Wie geht es, meine Mädchen?« »Zu Anfang war ihr ziemlich schlecht, aber jetzt scheint es ihr gut zu gehen.« Andrew erwähnte weder die vielen elenden Tage und Nächte, die Catherine verbracht hatte, bis sie kaum noch die Kraft zum Stehen gehabt hatte, noch die Medizin, die ihr geholfen hatte, geschweige denn, dass diese aus Minas gekommen war. »Die Hebamme ist recht zufrieden mit ihren Fortschritten.« »Das hört man gern. Natürlich hätte ich von meiner Catherine auch nichts anderes erwartet. Sie war schon immer dafür, die Dinge hinter sich zu bringen. Vermutlich hat daran auch die Schwangerschaft nichts geändert.« »Ja, aber ich wünschte, es wäre nicht so.« Andrew lachte, wurde dann aber ernst. »Sie tut viel zu viel für eine Frau in ihren Umständen.« »Unsinn! Mach dir keine Sorgen, Junge. Catherine war schon immer zäh.« John Price hinkte weiter und sagte dann, »Ich nehme an, die Meldungen aus England haben deine Beförderung zum Festungskommandanten bestätigt?« »Ja, das haben sie.« Andrew fragte nicht, wie Catherines Vater den vertraulichen Inhalt der Meldungen erfahren hatte. Als Verwalter des Forts besaß John Price beträchtlichen Einfluss, sowohl im Fort als auch im Ort. Er hatte Quellen, die einige Jahre älter waren als Andrews Amtszeit. »Dann möchte ich dir gratulieren.« »Vielen Dank, Sir.« Vor dem Hauseingang blieb John Price stehen. »Bestätigt der Rest der Meldungen, was wir schon lange vermutet haben?« »Ja«, die Antwort war fast ein Stöhnen. So groß war die Last der Sorge. »Der König hat angeordnet, Frankreich an allen Fronten anzugreifen.« Dann sah es so. John Price starrte hinüber zu den bewaldeten Bergen, die auf der anderen Seite des Forts lagen, wo hinter dem Fluss, der sich glitzernd in die Cobequid-Bucht ergoss, die Rauchpfannen des nicht sichtbaren Dorfes Minas aufstiegen. Er schlug mit der Faust gegen den Türpfosten und murmelte, »Wir müssen den Franzmännern eine Lehre erteilen, und zwar eine, die sie nie, nie wieder vergessen werden.« Andrew verkniff sich eine ärgerliche Antwort. Eine Diskussion mit John Price hätte an den Ansichten dieses Mannes nichts geändert. Das war im Grunde genommen fast ebenso traurig wie die Nachrichten aus England selbst. Denn John Prices Haltung glich mit geringen Ausnahmen der seiner Vorgesetzten in Halifax und Annapolis Royal. Er wartete, bis sich sein Zorn so weit gelegt hatte, dass er die Begrüßung seiner Frau und die abendliche Mahlzeit nicht stören konnte. Doch ein Gefühl ohnmächtiger Hilflosigkeit blieb und machte ihn so schwach, dass seine Worte kaum mehr Kraft hatten als der laue Abendwind. »Sollen wir hineingehen?« Hauptmann Andrew Harrow führte seine Truppen den Bergpfad entlang, ließ sie doch, als sie an einer Weggabelung kamen, nicht abbiegen. Stattdessen ritt er weiter geradeaus auf dem Weg, der vom Aussichtspunkt direkt hinunterführte. Er hörte, wie der diensthabende Unteroffizier sein Pferd antrieb und bereitete sich auf sein Kommen vor. Der Mann brachte sein Pferd neben Andrew zum Stehen und sagte, »Entschuldigen Sie, Sir, aber hatten Sie vor, diesen Weg zu nehmen?« »Ja, Unteroffizier, das hatte ich.« »Aber, Sir«, sagte der junge Mann zögernd, er wusste, dass man mit seinem Hauptmann reden konnte, doch offensichtlich war ihm nicht klar, wie weit er gehen durfte. »Wenn ich mich nicht irre, führt er zum Dorf der Franzmänner.« »Das ist richtig.« Andrews Stimme blieb ruhig, obwohl sein Herz schnell schlug. »Sagen Sie, haben Sie jemals das französische Dorf gesehen?« »Ich, Sir? Nein. Die einzigen Franzmänner, die ich richtig gesehen habe, sind die Händler, die nach Cobequid und Annapolis Royal kommen.« Der Unteroffizier sah nervös den Weg hinunter. »Die haben ihre Lebensweise, wir haben unsere, und die beiden werden sich niemals vertragen. Wenigstens denke ich das, Sir.« »So, so. Aber wenn wir den Kampf gegen die...« Das Wort »Feinde« konnte er nicht aussprechen, nicht einmal, wenn es zu der bevorstehenden List gehörte. »Es könnte nützlich sein, wenn wir uns ein Bild über Ihre Vorbereitungen verschaffen.« »Wie Sie meinen, Sir.« »In Ordnung, reiten Sie zurück und achten Sie darauf, dass die Reihen ausgerichtet und präsentabel sind, und geben Sie Befehl, die Fahne auszurollen.« »Zu Befehl, Sir.« Der Unteroffizier rief sein Pferd herum, Andrew sah ihm nicht nach, um zu sehen, ob seine Befehle befolgt wurden. Seine Gedanken waren mit dem beschäftigt, was vor ihnen lag. Der scharfe Befehl des Unteroffiziers, an einen der Soldaten seine Jacke zuzuknöpfen und seinen Riemen gerade zu rücken, drang nicht bis ins sein Bewusstsein. Schließlich kam der Unteroffizier zurück und sagte, »Bitte um Erlaubnis, die Fahne tragen zu dürfen.« »Gewährt«,
Die Regimentsfahne war farbenprächtig. Sie hatte die Form eines Dreiecks und war aus goldenen, roten und rostbraunen Seidenstücken zusammengenäht und mit Quasten verziert, die aneinander stießen, wenn eine Brise sie ergriff. Sie wurde in eine Satteltasche gesteckt, sobald der Kommandant oder der Adjutant die Truppe führte. Der Unteroffizier ließ sein Pferd hinter dem von Andrew ein paar Schritte zurückfallen. Das Dorf Minas lag ruhig vor ihnen. Der erste Mensch, der ihnen begegnete, war ein kleines Mädchen, nicht älter als 5 oder 6 Jahre, das eine gestärkte weiße Haube und ein himmelblaues Kleid trug. Als die Kleine die Kompanie von Reitern erblickte, blieb sie wie angewurzelt stehen. Andrew zuckte zusammen, als er das Entsetzen in dem kleinen Gesicht sah. Es erinnerte ihn an den Ausdruck in Catherines Augen am Abend zuvor, als ihr Vater ins Feuer blickend die Nachricht von dem kommenden Konflikt ausgeplaudert hatte. Er war sich nur allzu bewusst, welche Unsicherheit und Tragödien der Krieg für Frauen und Kinder bringen würde. Und wieder empfand er Hilflosigkeit. Als sie am vergangenen Abend wieder allein gewesen waren, hatte Catherine ihm von Louises Bitte erzählt. Bei ihrem letzten Treffen auf der Bergwiese hatte sie davon gesprochen, wie sehr die Dorfbewohner wünschten, konkrete Informationen über die Geschehnisse zu haben. Nicht nur Klatsch und Gerüchte, die sie an den Markttagen aufschnappten. Es würde ihnen helfen, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Andrew hatte Catherine zugehört und vom ersten Augenblick an gewusst, was zu tun war. Als sie geendet hatte, hatte er nur zu fragen brauchen, wer von den Dorfbewohnern Englisch sprach. Seine Gedanken wurden abrupt in die Gegenwart zurückgerufen, als die Kleine ihre Stimme wiederfand und einen schrillen Schreckensschrei ausstieß, der so hoch war, dass selbst die Vögel ihn nicht hätten nachahmen können. Sie wandte sich ab. Macht bitte einer die Tür zu, wieder. Hallo? Ja? Tür zu, wieder. Wer hat die aufgemacht gerade? Ich habe sie die ganze Zeit offen, Mama. Ja, aber du hast die noch mehr aufgemacht. Entschuldigung, hier wollte gerade einer reingucken. Tschüssikowski jetzt, Mann. Jetzt, Entschuldigung nochmal. Ja, Familienleben pur. Genau. Seine Gedanken wurden abrupt in die Gegenwart zurückgerufen, als die Kleine ihre Stimme wiederfand und einen schrillen Schreckensschrei ausstieß, der so hoch war, dass selbst die Vögel ihn nicht hätten nachahmen können. Sie wandte sich ab, um zu fliehen, fiel jedoch der Länge nach in den Dreck und schrie immer weiter. Schließlich kam sie wieder auf die Beine und lief immer noch schreiend davon. Andrews Gesicht wurde bleich. Sie war doch nur ein Kind. »Truppe, langsamer«, befahl Andrew. Er zügelte sein Pferd und klopfte ihm gegen den Hals, um es zu beruhigen. Noch wusste er nicht, wohin er gehen und wenn er nach dem Vikar fragen konnte. An einem Fenster erschien das entsetzte Gesicht einer Frau. Er rief, »Wo wohnt Ihr Pfarrer?« Die Antwort bestand in einem weiteren Schrei und dem Zuknallen der Fensterläden. Andrew führte seine Truppe dorthin, wo die Gasse in einer breiten Straße mündete. Erleichtert atmete er auf, als er rechts von sich einen Kirchturm erblickte. »Truppe, nach rechts!« Das Dorf selbst schien an ihm vorbei, ihm nur vorbeizuziehen. Andrew war so sehr damit beschäftigt, was für ein Risiko er einging, dass er fast vor die Kirche war, ehe er den ersten Eindruck von Minas registrierte. Man sah dem Ort seine Geschichte an. Die Häuser hier in der Mitte des Dorfes hatten ein Alter, das ihn mehr an England als an Fort Edward oder andere englische Siedlungen erinnerte. Die Kirche war weiß gekalkt, aus Stein und Holz erbaut, mit einem Dach aus silberner Borkenrinde. Das Ergebnis war beeindruckend, eine stattliche Krone auf dem Grün des Dorfes. Eine schwarz gekleidete Gestalt erschien im Portal der Kirche. Andrew stieg von seinem Pferd und ging mit dem Zügel in der Hand auf den Mann zu. Doch nicht zu weit und nicht zu schnell. Er wollte den Vikar nicht beängstigen. Außerdem konnte er es sich nicht leisten, dass seine Männer nicht hörten, was er sagte. Der Vikar zögerte einen Augenblick, ging ihm dann entgegen und fragte, »Sind Sie Engländer?« Andrew fiel ein Stein vom Herzen. »Das sind wir, Sir. Ich bin Hauptmann Andrew Harrow.« »Ah!« Erleichterung spiegelte sich in den Zügen des Vikars wieder, doch nur einen Moment lang, denn Andrew machte ein finsteres Gesicht und schüttelte kaum merklich den Kopf. Sofort leuchtete Verständnis in den Augen des Geistlichen auf. »Und warum sind Sie hier?« verlangte er zu wissen. »Ich habe gehofft, dass ein studierter Mann Englisch versteht, denn mein Französisch ist ganz miserabel.« »Langsam, mein Sohn«, sagte der Vikar, »langsam, dann kann ich es verstehen, obwohl es viele Jahre her ist, dass ich Ihre Sprache studiert habe.« Der Vikar machte eine steife, kurze Verbeugung vor Andrew, ohne auf die anderen Soldaten zu achten. »John Richard, Vikar von Minas, stets zu Diensten«, sagte er laut.
Es ist mir eine Ehre, Sir. Andrew holte tief Luft und sagte die Worte, die er sich zurechtgelegt hatte und die wiederholt werden konnten, falls die Männer in Fort Edward über die Geschehnisse hier sprechen würden, denn damit musste er rechnen. Er sprach jetzt ebenfalls laut. »Ich bin hier, um mit allem Respekt von Ihnen zu verlangen, dass Sie die Leute aus Ihrem Dorf davon überzeugen, den Treueeid gegenüber seiner Majestät, dem König von England, zu unterzeichnen.« »Ich bin nur der Vikar, Herr Hauptmann. Derartige Dinge werden von den Oberhaupt des Clanes entschieden. Er fungiert als, wie sagen Sie, Bürgermeister des Dorfes. Spricht dieser Mann Englisch?« »Nein.« »Dann muss ich mit Ihnen verhandeln, Sir.« Andrew sprach weiterhin sehr laut, damit die Truppe ihn hören konnte. »Es bleibt nicht viel Zeit, Sir.« »Sir«, der Unteroffizier hörte sich nervös an, »sehen Sie mal, was hinter uns vor sich geht.« Andrew drehte sich um und zog den Vikar mit sich, bis ihnen die Pferde nicht mehr die Sicht versperrten. Sie sahen, wie eine Truppe von Männern mit Mistgabeln zögernd auf sie zukam. Der Vikar rief etwas auf Französisch. Als er eine Antwort erhielt, rief er noch einmal, aber in schärferem Ton. Widerstrebend gingen die Männer auseinander. Der Vikar drehte sich wieder zu ihm. »Demnach haben Sie Nachrichten aus England?« »Die habe ich tatsächlich, Sir. Und ich habe die traurige Pflicht, Sie zu informieren, dass der Konflikt in Europa mit jedem Tag brisanter wird.« »Oh, das ist schlimm. Das ist tatsächlich schlimm.« Der Vikar spielte nervös mit seinen Händen. »Sind Sie sicher?« Andrew achtete darauf, dass seine Stimme neutral blieb. »Sir, ich versichere Ihnen, dass ich nicht hierher geritten bin, um Gerüchte zu verbreiten.« »Nein, nein, natürlich nicht. Entschuldigen Sie.« Der Vikar richtete sich auf. »Es tut mir leid, Herr Hauptmann, doch ich muss Ihnen leider sagen, dass die Leute sich weigern werden, den Eid zu unterzeichnen.« »Selbst angesichts der Tatsache, dass ein Konflikt droht?« »Bitte, was heißt, er droht?« »Dass er auf jeden Fall kommt. In Europa hat der Konflikt bereits begonnen. Es ist sicher, dass er sich bis hierher ausdehnen wird.« »Ah«, der Vikar nickte und gab mit einem einzigen Blick zu verstehen, dass er verstanden hatte. Das war der Grund, weshalb Andrew gekommen war. Um Gerüchte zu bestätigen, nicht um noch einmal zu fordern, was man mit Bestimmtheit ablehnen würde. »Wird der Konflikt noch in diesem Jahr hierher kommen?« »Nein, für dieses Jahr sind die letzten Schiffe aus England bereits eingetroffen.« Der Vikar lächelte nur mit den Augen. »Dann müssen wir ausnahmsweise einmal für die Winterstürme dankbar sein, nicht wahr?« »Es ist schwer zu sagen, was im Frühling geschehen wird, da derartige Konflikte schon früher innerhalb eines Jahreszeit gekommen und wieder beigelegt worden sind. Doch Ihr Dorf ist in Gefahr. Es sei denn«, Andrew hoffte, dass der Mann seinen strengen Ton durchschauen und verstehen würde, wie sehr diese Nachricht auch ihn schmerzte. »Unmöglich, Herr Hauptmann«, erwiderte der Vikar förmlich. »Sie haben sich geweigert, für den König Ihres Heimatlandes zu Waffen zu greifen. Wie kann man erwarten, dass Sie es für den König von England tun? Sie verlangen etwas von meinen Leuten, was Sie nicht tun könnten.« »Nicht ich, Herr Vikar, aber meine Vorgesetzten in Halifax und Annapolis Royal sind einstimmig der Meinung, dass ein solches Schriftstück unterzeichnet werden muss. Demnach stimmen die Gerüchte.« »Es sind keine Gerüchte.« »Einige unserer jungen Leute«, der Vikar zögerte, offensichtlich war er unschlüssig, wie weit er gehen sollte, »einige denken, dass es besser wäre, weiter nach Norden zu ziehen, auf einen Vorposten noch einmal von vorn anzufangen, hinter Tatamagusch, oh Gottchen, oder noch weiter. Das würde nichts nützen. Das ganze Land der östlichen Provinz Quebec untersteht demselben Mann, Gouverneur Lawrence in Halifax. Das Land, das nicht von französischen Garnisonen kontrolliert wird«, korrigierte ihn der Vikar. »Sire, den ganzen Sommer über ist es keinem einzigen französischen Schiff gelungen, die Blockade zu durchbrechen und die verbliebenen Garnisonen zu versorgen. Das müssen Sie wissen, denn Sie haben schon seit Jahren kein französisches Schiff in der Cobequid-Bucht gesehen. Ich hoffe, Sie verstehen mich, wenn ich sage, dass das gesamte Land von Arkadien schon bald unter britischer Herrschaft sein wird.« Der Vikar runzelte die Stirn. Seine Frustration war offensichtlich. Schließlich bemerkte er vorsichtig: »Wir haben Gerüchte gehört, denen zufolge sich westlich von uns Schlachten aufspielen, sogar an den Stadttoren von Quebec selbst.« »Diese Gerüchte sind wahr.« Der Vikar gab sich einen Ruck. »Demnach ist Quebec gefallen?« Jetzt war es an Andrew zu zögern. Ein Augenblick lang überlegte er, entschied dann aber, dass es so wichtig war, dass er es riskieren sollte. »Sieh, ich habe Meldungen erhalten, die besagten, dass eine militärische Streitmacht aus den südlichen gelegenen amerikanischen Kolonien bei der Verteidigung der französischen Garnisonen vollständig besiegt wurde.
Das sage ich Ihnen nur, weil ich überzeugt bin, dass dieser Verlust den Beschluss der Regierung in Halifax nur noch erhärten wird. Aber warum? Der Ausruf des Vikars erschreckte einige Pferde, die zurückwichen und schnaubten. Einer der Soldaten fluchte und rief seinen Zügeln, was ihm einen wütenden Blick von Andrew einbrachte. Der Mann murmelte eine Entschuldigung. Als Andrew sich wieder umwandte, fuhr der Vikar fort. Warum muss das mächtige britische Reich ein Dorf von armen Bauern als eine Bedrohung ansehen? Weil es sich nicht nur um ein Dorf handelt, Sire. Er sprach leiser, als er sagte. Die Anzahl der französischen Siedler ist 100-mal größer als die Truppen, die Gouverneur Lawrence zur Verfügung stehen, wenn sie gegen seine Majestät die Waffen ergreifen würden. Aber das wollen wir nicht. Was können wir nur tun, um sie davon zu überzeugen? Den Treueeid unterschreiben. Einen anderen Weg gibt es nicht. Der Vikar ließ die Schultern hängen. Das können wir nicht. Dann muss ich mich von ihnen verabschieden, Sir. Andrew nahm Haltung an, salutierte und drehte sich um. Das Herz tat ihm weh. Zu seiner Überraschung folgte ihm der Vikar zu seinem Pferd. Als der hochbeinige Hengst sie vor den Blicken der anderen schützte, flüsterte der Vikar. Lesen Sie immer noch im Lukas-Evangelium, Monsignor? So oft ich Gelegenheit dazu habe, erwiderte Andrew leise. Mehr konnte er nicht riskieren. Er setzte seinen Stiefel in den Steigbügel und schwang sich aufs Pferd. Der Vikar sah zu ihm. Vielleicht haben Sie die Geschichte vom barmherzigen Samariter gehört, Herr Hauptmann. Das habe ich. Der Vikar nickte zustimmend mit dem Kopf. Gehen Sie mit Gott, Monsignor. Catherine war froh, dass ihr der Pfad inzwischen so vertraut war. Sie ging langsam und blieb oft stehen, um Luft zu holen. Die Wolken des Herbsthimmels zeigten sich in 100 verschiedenen Grautönen. Die Bucht, eine metallene Fläche, lag vor ihr und schien auf den Winter zu warten, der schon hinter den Hügeln lauerte. Nach einer scharfen Wegbiegung, die sie inzwischen gut kannte, trat sie in das schützende Dickicht der Hochlandtannen. Der Duft der Zweige, die sich über ihr zu einem Dach verflochten, war frisch und stark. »Wie ein Tunnel, der zu unserem Treffpunkt führt«, dachte sie, als sie stehen blieb und sich gegen einen Baumstamm lehnte. »Wie der Vorraum zu einer Hochlandkapelle.« Kaum entdeckte sie Luise auf der Bergwiese, konnte sie die Tränen, die schon den ganzen Tag über hatten kommen wollen, nicht mehr zurückhalten. Die beiden Frauen liefen aufeinander zu und umarmten sich, soweit es ihre hervorstehenden Bäuche zuließen. Trotz der Tränen mussten sie über ihre Unbeholfenheit lachen. »Sieh dir das an«, lachte Luise, »wie zwei alte Frauen. Kein Winter wird mir so lang vorkommen wie der bevorstehende«, erwiderte Catherine. »Erinnerst du dich noch an den letzten Herbst, als wir heraufkamen und entdeckten, dass wir beide am gleichen Tag geheiratet hatten?« »An dem Tag hat es geschneit«, erinnerte sich Catherine. »Der erste Schnee des Jahres. Ich glaube, nie etwas Schöneres gesehen zu haben.« »Ja, aber für mich war dein Lächeln der schönste Anblick. Dein Lächeln war wie die Sonne, die aus den winterlichen Wolken hervortrat und meine Welt in ein neues Frühlingslicht tauchte.« Luise strich sich eine Haarsträhne zurück. »Dieses Lächeln werde ich nie vergessen, nicht solange ich lebe.« Arm in Arm gingen sie zu dem umgefallenen Baumstamm, der zu ihrem Kirchenbank, zu ihrem Allerheiligsten geworden war, wenn sie gemeinsam in der Bibel lasen und miteinander redeten. Der Wind drehte sich nun und kam direkt vom Norden. Obwohl er nur sanft wehte, schien er ein Vorbote des bevorstehenden Winters zu sein. Die beiden Frauen erschauderten und zogen ihre Tücher fester um sich. »Wollen wir mit unseren Bibelstudien beginnen?«, fragte Catherine, als sie auf dem Baumstamm Platz genommen hatten. »Ja«, stimmte Luise zu. Doch als ihre Hand in den Korb fuhr, kam nicht die Bibel zum Vorschein, sondern ein kleines, verschnürtes Bündel, das die Catherine überreichte. »Das ist für dich.« »Was ist es?« »Ein Geschenk für das Baby.« Bei dem Wort wurde Catherine ganz aufgeregt. »Das Baby«, so sachlich ausgesprochen und doch ein einziges großes Versprechen. Behutsam schnürte sie das Päckchen auf. »Oh, Luise, Henry hat das für dich gemacht. Es ist von einem Silberfuchs. Er hat ihn gejagt und seinen Pelz gegerbt und zusammengenäht. Alles allein.« Catherine strich über das Fell. »Ich habe noch nie etwas Weicheres gefühlt, aber es ist so wertvoll. Ich kann ihn nicht...« »Bitte nehmen, Catherine. Es bereitet ihm Freude. Ich wünschte nur, er könnte dein Gesicht jetzt sehen.« Catherine hielt den Pelz hoch, der sorgfältig genäht war. Die Stiche waren so eng gesetzt und die Fellstücke so gut aneinander gepasst, dass man es für ein einziges Stück halten konnte. »Er ist wunderschön, Luise.
Bei uns ist es üblich, die Wiege eines Babys im ersten Winter mit Pelz auszulegen. Wir benutzen ihn auch als Decke auf dem Platz vor dem Kamin, um das Kleine vor Zugluft zu schützen. Kathrin hob den Pelz hoch und legte ihre Wange daran. Sag Henry, dass ich jedes Mal an euch denken werde, wenn ich es ansehe. Das wird ihn sehr freuen. Luise wurde ernst. Das ganze Dorf spricht von dem Besuch deines Mannes. Kathrin ließ den Pelz in den Schoß sinken. Ich habe meinen Ohren nicht getraut, als er mir davon erzählte. Der Vikar bezeichnete ihn als einen ehrenhaften Mann. Er sagte, Luise hielt inne und biss sich auf die Lippen. John Richard sagte, es sei Gottes Vorsehung gewesen, dass du auf die Bergwiese gekommen bist und wir Freundinnen geworden sind. Die beiden Frauen sahen sich an, Tränen liefen über ihre Wangen. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich den Winter überstehen soll, flüsterte Kathrin. Mir geht's genauso. Ungeduldig wischte Luise sich über ihr Gesicht, offensichtlich nicht bereit, sich dieses letzte Treffen vor dem Winter von der Trauer über lange Trennung verderben zu lassen. Habt ihr euch schon für einen Namen entschieden? Wir sind uns noch nicht sicher. Und ihr? Wenn es ein Junge wird, noch nicht. Ich möchte ihn nach Henrys Vater benennen und er nach meinem. Aber wenn es ein Mädchen wird, haben wir uns für Antoinette geeignet. Das ist ein hübscher Name, sagte Kathrin. Sie griff in ihren eigenen Korb und nahm ein in braunes Papier gewickeltes Päckchen heraus. Das ist für dich. Das heißt für das Baby. Luise wickelte das Päckchen aus. Tränen traten ihr in die Augen, als sie auf das Geschenk starrte. Oh, Kathrin, war alles, was sie sagen konnte. Es kam mit dem letzten Schiff aus England. Ich wollte eins für mein eigenes Kind und hatte Glück, dass ich zwei bekam. Der Ring war flach und aus Silber und so groß wie Luises Handfläche. Sie nahm den Elfenbein einen Griff in die Hand und hörte den Klang einer Spieluhr. Oh, hör nur! Das ist ein Beißring. Das Baby kann darauf herumkauen. Sieh mal, er hat keine scharfen Kanten. Luise schüttelte den Ring noch einmal. Oh, Kathrin, es klingt wie kleine Himmelsglocken. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass er dir gefällt. Luise verpackte den Ring wieder. Du bist mehr als eine Freundin. Du bist die Schwester, die ich nie gehabt habe. Kathrin versuchte, ihre Stimme festklingeln zu lassen. Dasselbe habe ich auch schon viele Male gedacht. Als Andrew zu der Weggabelung kam, machte er eine Pause. Er ließ das geschossene Wild in den Schnee fallen und stützte sich schwer auf sein Gewehr. Nachdenklich sah er den Hügel hinauf. Über den nächsten Schritt hatte er lange und intensiv nachgedacht. Dabei war er zu dem Schluss gekommen, dass es am sichersten war, sein Vorhaben auf dem Heimweg von einem Jagdausflug durchzuführen. Die Suche nach Wild war einer der wenigen Gründe, die es ihm gestatteten, das Dorf allein zu verlassen, ohne Verdacht zu erregen. Obwohl es in diesem Jahr noch stärker geschneit hatte als im vorigen Jahr, hatte es zwischendurch auch stark getaut, so dass die weiße Schneedecke nicht zu tief und die Kälte erträglich war. Es war Mitte Januar und er hatte alle möglichen Spuren von Füchsen, Bären und Rehen gesehen. Ansonsten war auf dem Pfad außer dem Schnee und den Tierspuren nichts zu sehen. Die Zweige der Bäume bogen sich unter dem Gewicht der weißen Hauben. Andrew fand den Pfad genau wie Kathrin ihn beschrieben hatte. Er stapfte mit seinen Schneeschuhen den Weg hinauf. Als er schließlich in das Dickicht eindrang, fielen unzählige Tannennadeln in den Schnee, die stark nach Weihrauch dufteten. Er ging zwischen den letzten Bäumen hindurch und trat auf die Wiese, die jetzt völlig weiß vor ihm lag. Sie dehnte sich hoch über den umliegenden Landschaft aus. Die Nordseite fiel so steil ab, dass nur die Wipfel der großen Tannen ihre Kante überragten. Die Winterstimmung machte den Anblick noch atemberaubender. Andrew sog den Anblick der Cobequid-Bucht mit dem langsam aufsteigenden Rauch vieler Schornsteine in sich auf. Aus dieser Höhe war es leicht, die Grenzen zwischen dem britischen und dem französischen Gebiet verschwimmen zu lassen. Er drehte sich um und betrachtete den Wald und die schneebedeckten Hügel hinter sich. Es war genau so, wie Kathrin es ihm beschrieben hatte. Dieser Ort, an dem sie sich mit ihren französischen Freundin traf, war tatsächlich heiliger Boden. Eine leichte Bewegung an der Westseite der Wiese ließ ihn herumfahren. Aus den Bäumen trat ein Mann hervor, dessen kräftige Gestalt durch seinen schweren Wintermantel noch gedrungener wirkte. Der schwarze Haar war fast völlig unter einer Waschbärenmütze verborgen. Die ebenso schwarzen Augen starrten zu Andrew hinüber. Über die nächsten Bewegungen brauchte Andrew nicht einmal nachzudenken. Er warf sein Gewehr vorn sich, streckte die Arme aus und zeigte seine leeren Hände. Als seine Gäste von einem breiten Lächeln belohnt wurde, wusste Andrew, dass es der Mann war, den Kathrin ihm beschrieben hatte. »Henry? Oui?« Der bärenhafte Mann kam ihm entgegen und streckte Andrew seine Hand hin. »Hier steht irgendwas auf Französisch, das lese ich jetzt nicht.«
Ja, ich bin Andrew. Ich glaube, der hatte nach dem Namen gefragt. Es war seit Jahren das erste Mal, dass er die Hand eines Franzosen schüttelte. Henrys Händedruck war stark. Während sie sich gegenseitig musterten, zögerten beide, die Hand des anderen loszulassen. Schließlich überzog ein weiteres breites Lächeln Henrys Gesicht. Er beschrieb mit seinen Armen einen weiteren Bogen vor seinem Bauch. Luise, elle est top grande, ja, auf jeden Fall irgendwas auf Französisch. Andrew musste lachen. Als Henry mit einstimmte, warf das Echo ihr Gelächter von den Hügeln zurück. Henry griff in seinen Mantel und zog ein Ledersäckchen hervor. Er öffnete es und zeigte Andrew eine beschriebene Seite und darunter ein Bündel getrockneter Kräuter. Er verschränkte seine Arme, als würde er ein Baby wiegen. Andrew lächelte und nickte erwartungsvoll. Henry erwiderte sein Lächeln und sagte irgendwas auf Französisch. Ich verstehe. Catherine soll das trinken, nachdem das Baby geboren ist. Andrew löste seinen Gürtel und holte aus seinem Mantel ein fest verschnürtes kleines Bündel. Er übergab Henry einen Brief, an dem Catherine seit dem ersten Schneefall geschrieben hatte. Eine Art Tagebuch über ihren Winter. Dann wickelte er eine Schachtel aus und übergab Henry Catherines kleines Geschenk. Henrys Augen weiteten sich überrascht, als er mit beiden Händen das Geschenk entgegennahm. Andrew sagte: Wir wissen, dass eure Schiffe in diesem Jahr nicht gekommen sind. Catherine erinnert sich noch immer an euer Fest und das herrliche Essen. Sie dachte, dass ihr vielleicht Pfeffer und Zimt und andere Gewürze braucht. Henry hielt die winzigen Päckchen an seine Nase und zog nacheinander die herrlichen Düfte ein. Noch nie hatte Andrew gesehen, dass ein Mann den Duft von einfachen Gewürzen derartig genossen hatte, doch bei diesem kräftigen Mann kam es ihm völlig normal vor. Widerstrebend zeigte Andrew auf die sich neigende Sonne und den Pfad hinter sich. Ich muss gehen. Henry faltete die Briefbogen zusammen, nahm das Geschenk und steckte beides unter seinen Mantel. Dann ergriff er noch einmal Andrews Hand. Mit einem Kopfnicken bedeutete Andrew ihm, dass er verstanden hatte und sich bedankte. Dann hob er sein Gewehr auf und ging auf die Bäume zu. Bevor er den Waldweg betrat, drehte sich Andrew noch einmal um. Henry winkte und machte dann eine Faust, die er auf sein Herz legte. Andrew nickte und wandte sich zum Gehen. Henrys letzte Botschaft erwärmte sein Herz, als er den schattigen Pfad hinunterging. Er hatte einen Freund gefunden. Ja, das waren jetzt zwei Kapitel aus diesem Buch. Sehr interessant, finde ich. Andererseits auch traurig, muss ich sagen. Es sind Menschen, die nur wenige, ich meine, Kilometer voneinander entfernt leben, seit Jahrhunderten schon, seit über einem Jahrhundert tatsächlich. Existieren die Dörfer nebeneinander und die Menschen kennen sich nicht. Wenn ihr überlegt, Henry und Andrew sind im gleichen Alter, die hätten Freunde sein können und das schon längst. Die hätten zusammen, als sie Kinder waren, spielen können und was weiß ich was alles. Und die sehen sich jetzt zum allerersten Mal und zwar heimlich in einer Zeit, in der Krieg herrscht oder dabei ist, zu kommen. Und sie haben sich zum ersten Mal gesehen und das alles nur dank ihrer Frauen, die trotz aller Hindernisse, trotz aller eigentlich, ja, logischer Gedanken, dass es gefährlich ist, sich angefreundet haben. Ja, irgendwie ist es traurig, aber ich finde gerade jetzt in dieser Zeit ist es auch wieder aktuell geworden. Wenn man die jetzigen Geschehnisse überall in der Welt, ich sag's nur meine frühere Heimat, ne, bedenkt, wie schlimm das alles ist. Ich habe mir das Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht bewusst ausgesucht. Als ich das angefangen habe zu lesen, hatte ich das irgendwie gar nicht so im Kopf gehabt. Aber je weiter ich jetzt lese, desto mehr Parallelen kommen irgendwie zutage, finde ich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich weiß, dass es nicht jedermanns Sache ist, diese Buchvideos und so, aber für diejenigen, die das mögen, hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch weiterhin dabei bleibt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende. Genießt es, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.